Hey Freunde, ich grüße euch zurück und wie es aussieht, haben wir es geschafft, dass wir einen übernommenen Titan wieder zurückerobern konnten. Revali geht es gut und wir haben Teba und Riju bekommen. Und die jetzt wohl gleich nochmal, also Revali und Teba werden jetzt gleich nochmal ein bisschen den Vamedo wieder zeigen, was er so drauf hat. Und oh, das ist der kleine Wächter ganz alleine. Wartet auf mich, wartet. Let's go. Gut gemacht, Recke der Orni. Also dann, längst ist es überfällig, die Macht von Vamedo zu demonstrieren. Oh je, jetzt geht's wieder ab. Oh, in einem schönen neuen Gebiet, wo man es ja alle abballern kann, einfach So, während wir Titanen, Alter, hier. Gut, Revali, pulverisieren wir zuerst mal die Vorposten in der Nähe. Oh, schön in so einem Eisgebiet, total schön. Das Ziel festgelegt, alles klar. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Ich baller einfach alle ab. So schön die Panzerdinger da kaputt ballern. Die ganzen. Dann werden halt hier die Festung wieder sein. Okay, okay. Bam, 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 bam. So, das soll ich eigentlich mal wieder sagen, weil ich hier am Ballern bin. So, drückhalten, so okay. Was. Wow, dum, 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 dum. Okay, umwenden, uah. Sicher. So, swoo. Wenn ich etwas beitragen könnte, dann ist das eine große Ehre. Okay, die freuen sich erstmal nochmal an, dass wir die cool sind und so, alles klar. Kein Problem. Boom. Boah, da hinten ist das Schloss, jetzt alles kaputt. Mendo, wow. Was schießt denn mit Eis rum? Achso, so ein oller Wächter. Ne, so ein Pyromani. Boom, 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 boom. Denk mal, da wird's hier. Special Schlitz. Okay, weiß nicht so toll. Warte mal, Blickwinkel. Also dann. Alles weglasern. Oh, hoffentlich geht's auch aus dem Blickwinkel jetzt. Alter! Yeah! Boah. Zerstöre jeden Vorposten. Oh. Alles klar, es gibt 44 Vorposten. Okay. Einfach alles abballern. Yeah. Boom, boom, boom. Wow. Als ob hier Ganons Windfluch mitmacht. Was zur Hölle? Wieso ist der denn hier? Okay, hat getroffen, wollte gerade sagen, trifft den ja nicht. Einfach, warum ist Ganons Windfluch hier? Was zur Hölle? Der will uns hier nur abhalten. Ich habe keine Zeit, ich muss das alles auf Zeit hier machen. Okay, ich muss nebenbei immer noch aufpassen, dass ich wirklich alles wegschnitzel. Nö. Nein, er ist uns schon wieder entwischt. Okay, verstehe. So wird ein Schuh draus. Dann haben wir vielleicht doch den anderen gekillt, den anderen Donnerfluch. Außer den Windfluch, der ist abgehauen. Er wird die ganze Zeit hier Schutzschild, kann doch echt eigentlich alles passieren, oder? Boah, was ist denn hier los? Also ein Hinox da unten erstmal zu. Oder ich muss mal kurz Sicht ändern. So. Kann ich ein bisschen besser nach unten hinballern. Okay. Ich denke, wie sich für eine Chance hier eben so ein fettes Monster hier vom Himmel. Boom, boom, boom. Da sind noch ein paar Häuser. Ja, Häuser vor allem, die Totenköpfe. Die bauen die auch immer im selben Stil, ne? So, wieder wechseln. Den abballern, alles abballern. So, noch knapp die Hälfte. So, ich schieße einfach immer mal so, weil die Chance ist sehr groß, was zu treffen. Und ich sehe ja die Punkte auf der Karte. Dass ich an Rivalis Seite kämpfen kann. Ey, ist so super heftig, dass ich Hinox einfach abschießen kann. So krank. Und wir erstmal mit dem Special durch die Schninse, Egal, ballern. Die kommen ja nicht mehr klar, wie cool das alles hier ist. So, 1000 Gegner sind besiegt. Okay.
wissen wir ja nicht, wo hier wirklich unsere Stützpunkte sind. Warte mal, sind die blauen Punkte aber. Bum, 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 bum. Ne, kann ja nicht mal mein Schutzschild machen, weil wie denn sehe ich auch immer, sieht ein bisschen doof aus. Immer nur das Schutzschild. Man kann uns Windfluch wurde gesichtet. Shit! Jetzt mit dem Typen da unten abballern. So, wo ist der denn? Der fliegt ja meistens eh immer vor uns, oder? Oder er kommt da, da kommt er. Da kommt er. Da ist er. Ja. Wow. Nimm der Schutzschild an. Ich hab weiter den Turm abgeballert. Oh, der heilt sich aber wieder hoch. Wie fies. Versuche mit dem Laser eben komplett wegzuballern. Vielleicht ist das einfach nur die stärkste Waffe dahin. Bisschen unspektakulär, hat aber ordentlich was gebracht. Er hat ordentlich was gebracht. Aber ein bisschen unspektakulär, das gebe ich zu. Mit dem Sieg erstmal die letzten Festung. Prima, so machen wir weiter. Okay, er ist abgehauen wieder. Ja, auf der Karte sehe ich ihn nicht mehr. So, boom, 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 ich kann mal wieder die Sicht wechseln. So, ist ein bisschen besser. So, die Zeit ist zur Hälfte abgelaufen. Also, jetzt nicht so schlimm. Ich habe ja schon wieder alles im Griff hier. Boom, 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 boom. Komm schon, treffen alles hier, alles zerstören. Also erstmal, die Ausrufezeichen sind mir erstmal egal. Ich habe eine Barriere drum. Ich muss die Festung hier zerballern. Bam. So, wieder eine kaputt. Bam. Mann, na gut, wenn du unbedingt willst, dann baller ich dich auch kaputt hier. So. Oh Gott, in der Luft sind wieder welche. Ja, ich weiß, aber warte. So. Bam, 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 bam. Okay, zerstört. Alles zerstört. Die ganzen Wächter ist der Kugel. Die auch alle Materialien bringen? Ich hoffe doch. So, okay. Din, 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 din. Die letzten sind da. So, habe ich jetzt gleich gewonnen oder muss ich nochmal den mit Vieh nochmal besiegen? Kommt bestimmt trotzdem nochmal. Du kommst 100 Jahre aus der Zukunft, ja? Gibt es einen Übungsplatz? Gibt es einen Übungsplatz im Dorf noch? Was machen die hier Smalltalk? Sicher. Klar, Mann, die Krieger, die dich verehren, nutzen ihn noch. Unter ihnen ist auch mein Sohn. Dedim dü. Na, sowas. Ja, ist doch super. Ja, yeah, das ist gut zu hören. Auch wenn 100 Jahre Training niemanden auf mein Niveau bringen. So, Ganons Windflug wird auf dem Schlachtfeld gesichtet. Alles klar. Da ist er wieder, hartnäckiger Kerl. Ja, pass mal auf, jetzt machen wir da richtig fertig. Jetzt haben wir den Laser richtig in ihn drin. So, okay, ich muss ihn halt bloß irgendwie... So, ich treffe ihn. Sieht sehr unspektakulär aus, aber ich treffe ihn. Ne, besiege Ganons Windflug. Wie doof das aussieht. Ja, bam, 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 bam. Vielleicht kriege ich nochmal meine Leiste voll. Ich darf jetzt nicht nochmal abhauen, aber ich glaube, der kann doch ja nicht mehr abhauen. Bum, 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 bum. Alter, wie stark wir sind, Mann. Ich hab jetzt mein Schutzschild hoch. Der kann nichts machen, Mann. Bam, 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 komm hier einfach mal so special. Oh, und Schuss. Das war einfach fantastisch, Revali. Du hast gute Arbeit geleistet und wir waren noch gnädig mit unseren Gegnern. Wir haben sie alle komplett pulverisiert, Revali. So was kannst du noch nicht sagen. Oh, schön. Wir haben unseren Recken wieder und den Titan wieder. Oh, das gleiche gilt auch für Urbosa. Sehr schön. Ich kann mir vorstellen, dass es bei der anderen Mission, die wir noch haben, wird es genauso sein. Ne? Da müssen wir Mipha und Daruk retten und einer von denen, wird auch der Fluch übrig bleiben, dass man den auch mal mit einem Titan hinterherjagen muss. Ach, schon schön. Finde ich sehr, sehr schön, alles integriert und involviert. Aber ja, dann würde ich jetzt erstmal sagen, dass wir halt beim nächsten Part, also ich mache jetzt noch weiter, klar, Theba! Aber beim nächsten Part erst die nächste Hauptmission wieder. Theba, der Krieger der Orni. Ein Krieger der Orni, der aus der Zukunft kam und den Recken Revali sehr bewundert. Wenn es ums Fliegen geht, soll ihm niemand das Wasser reichen können. Er ist ein geborener Krieger, jedoch gelegentlich vorschnell und aufbrausend. Aber sieht verdammt cool aus. Und Riju, die junge Königin der Gerudo. Das war lustig mit Patricia. Eine aus der Zukunft gekommene Nachfahrin von Urbosa. Bereits in sehr jungen Jahren diente sie ihrem Volk als Königin, da sie ihrer früh verstorbenen Mutter auf dem Thron folgte. Sie sorgt sich mehr als alle anderen um die Gerudo und folgt unerschrocken ihren eigenen Willen. Ja, das ist doch Urbosas Tochter denn, ne? Oder wie funktioniert das da? Vor allem, wer ist denn ihr Vater? Hä, wie funktioniert denn das eigentlich bei den Gerudo, wenn nur Frauen sind und, ich check gar nichts mehr. So, jetzt noch für die alle neue Mission. Ui. Oh, das ist wieder viel zu viel. Dann könnt ihr ja nicht alles machen. Und dann haben die auch alle ihre eigenen Trainingsdinger, die werde ich dir mal machen. Revali und Urbosa sind zurückgekehrt. Und ihre Titanen, denke ich mal auch.
Ne? Ja, hier, die Titanen sind auch wieder da. Alles klar, können wir die ganze Mission wieder machen. Was sind die für eine Mission? Tebas Training. Oh ja. Ich glaube, ich werde dann heute noch die Trainingsmission machen für beide. Aber erstmal. Oh ja, wir ihm irgendwie was. Wir haben hier wieder so viel. Ich weiß nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Bevor die ganzen Dinger wieder alle weg sind. Warte mal, so war das hier, glaube ich, auch ganz gut. Entfernung aller Siegel erlernt. Entfernung aller Siegel? Hä? Ah, warte mal. Oh, ach, warte, das ist für die Schmiede wieder. Warte, das mache ich mal. Ein Schmiedegeheimnis im Dorf der Orni. Im Dorf der Orni gibt es eine überlieferte Technik, wie Pfeilspitzen sauber poliert werden. Wenn du die nötigen Materialien sammelst und zum Schmied bringst, wird man sie dich dort lehren. Okay, ein Upgrade ist immer cool. Boah, du gabst den Orni-Schmied die Materialien und er teilte seine Geheimtechnik mit dir. Damit kannst du im Handumdrehen sogar in einer Waffe eingebrannte Siegel entfernen. Ah, das ist natürlich cool. Das Entfernen von Siegel, saugeil. Kann ich jetzt entfernen, um den letzten Schliff zu geben. Alles klar, habe ich verstanden. Ist so easy going. Also ich gucke mal ganz schnell nach so ein paar, ja, Standarddingern, anstatt jetzt irgendwie so personenspezifische Sachen zu machen, obwohl der echt viel ist. Ah, der braucht alles immer so. Okay, komm hier, die Käfer. Längerer Kombo-Angriff für unseren Priester. Die Prüfung von Zao Gui. Also die Prüfung gemeistert. Okay, der Text ist immer sehr gleich. Leuchten schweben die Worte. Hast du etwas, das du nicht schon mal gehört hier? Hm? Bringe einen Beweis in mein Zeichen der Kraft. Hier, Mann. Boah, als du die Materialien bringst, alles klar, zur Belohnung sollst du diese Kraft erhalten. Hervorragend. Sehr gut. Da ist der Text sich immer ähnlich. Aber schön, dass die hier nochmal so noch einige andere Priester einfach mit integrieren können. Ne, weil die ja immer hier ist, auch bestimmt eine Prüfung von Priester sowieso. Ja, die gibt es ja alle wirklich im Spiel. Die Prüfung von Gino. Hast du die Prüfung der anderen Welt gemeistert, bringe einen Beweis. Leuchten schön die Dinger vor dir. Hast du etwas schon? Ja klar, bitteschön. Habe ich neue Kraft erhalten? Alter, diese Worte, die Technik soll belohnt sein. Okay, da ist der Text echt immer der gleiche. Ich lasse es einfach mal so stehen. Cool. So, wird immer noch Materialien. Was ist mit ihm hier? Längerer Kombo-Angriff. Die Flugübung. Ein Krog mit einem großen Blatt ist unglücklich, weil er der Einzige ist, der nicht gut fliegen kann. Du könntest ein Feuer machen, damit Aufwind entsteht. Damit fliegt selbst ein Anfänger gut. Auch wenn der Wald umliegend abfackelt. Hurra! Ich bin stärker geworden! Du entzündest ein Feuer und erzeugst so Aufwind. Das half dem Krog zu fliegen. Wahrscheinlich wird auch sein Flugtraining mit Maronus sehr erfolgreich sein. Jawohl. Er ist ja auch unser Rasselmaster. Aber die benutze ich, glaube ich, echt erstmal nicht mehr, weil die sind halt nur so schwach. Na, hier kann ich noch was für die Feen machen. Und halt für Theba und die ganzen neuen. Oh, alles so. Da braucht er dann eigentlich für Materialien. Oh, auch so teure Sachen. Dann kann der bestimmt oben wieder eh eine Sache machen. Aber gleich eine zweite Spezialleiste ist bestimmt nicht schlecht. Oh, hier sie. Den Edelstein. Okay, komm. Oder warte mal, kann ich mich ja vielleicht auch orientieren, wie das halt mit dem Länderstatus denn aussieht. Guck mal hier zum Beispiel, wenn ich hier zwei Sachen mache, dann ist hier gleich. Oder nee, so ja. Doch, zwei Sachen noch. Dann ist hier das Land erstmal schon mal um 1 glücklich. Also meint das einfach mal, ne? Zweifel mit einer Klappe. Oh, die brauchen 9 Sachen. Okay. So, Riju, auf zur Gerudo-Hochebene. Befürchtend, dass die Statue der Kriegerin von der Verheerung zerstört wurde, möchte eine Reisende zum Gerudo-Hochebene aufbrechen. Hilf ihr mit kälteresistenten Materialien aus. Okay. Bin ich stärker geworden? Die Reisende, die Kälte der Gerudo-Hochebene gefürchtet hatte, nahm deine Materialien dankbar an. Wie es scheint, möchte sie dort noch der Statue der 8. Kriegerin suchen. Jawohl, Mann. So, ich hoffe, ich habe jetzt noch genug Materialien für noch eins. Dann würde ich denn hier, jawohl, schon mal die Gerudo sich freuen. Herzen mehr oder längerer Kombo-Angriff, ne, komm. Ein Gerudo-Kind, der wilde Talisman. Ein Gerudo-Kind möchte einen sehr effektiven Talisman für seine Sandrobbe basteln. Wenn man ihn aus einem ganz bestimmten Material herstellt, könnte es den gewünschten Effekt haben. Bitteschön. Sehr gut. Das Kind legte den Talisman, in dem ein Teil eines Leunen enthalten war, um den Hals seiner Sandrobbe und schwor, Gerudo-Stadt vor den Monstern zu beschützen. Obwohl es nur ein Kind war. Längere Kombo. Ja, guck mal hier, Patrizias Raserei, die hat hier auch normaler Angriff im Sprint und starker Angriff, während man sprintet. Das ist ja auch. Da ist auch wieder mega interessant. Und ja! Alter, oh, du hast ein Dankeschön von den Bewohnern von Gerudo erhalten. Ganz viele Früchte und Salz. Großartig. So, komm, das geht auch noch. Ja, wohl die Elektro-Dinger. Braucht ihr die nicht mal irgendwo anders noch? Oh, die ganzen Sterndinger, das sind ja echt Belohnungen über Zeit, ja. Naja, ja. Die kommen alle mit der Zeit erst. Ja, okay, Theba kann anscheinend auch noch ein bisschen was machen.
Hat sie nochmal Herzen? Oh, die will Edelsteine haben. Okay, was soll's. Auf der Suche nach Gaben. Fromme Anhänger der großen Feen planen eine Expedition, um Edelsteine als Gaben für die Feen zu finden. Zeige ihnen Beispiele für wertvolle Stones, damit sie wissen, wonach sie suchen müssen. Von Beispiele zeigen. Warum gebe ich denen die? Übergebe gab es die Edelsteinproben. Die Teilnehmer suchten im ganzen Land und sie wurden fündig. Die großen Feen werden sicher erfreut über die Gaben aus hochwertigen Edelsteinen sein. Weil die sind einfach verrückt nach so einem Krimskram. Cool. So, jetzt hat sich hier gleich wieder viel erledigt. Oh, ja, noch was für ihn. Oh, Spezialangriffssätze für ihn hoch. Nehme ich. Die Prüfung von Gomamuasa. Hast du die Prüfung an der anderen Welt gemeistert, bringe den Beweis als Zeichen der Ausdauer. Bitteschön. Boah, als du die Materialien übergibst, erscheint einfach die Zeichen, wie der läuft hervorragend, du hast die Prüfung gemeistert. Jawoll. Sorry, aber hier taucht einfach so viel auf, ich will das alles mitnehmen. Hier brauche ich auch noch so viel Materialien, ey, aber ich verliere gleich wieder was, wenn ich ihm das hier gebe, geht hier gleich wieder was flöten dafür. Oha, nein, irgendwann muss ich da echt nochmal farmen. Aber gut, ach komm, hier machen wir auch nochmal das. Ein erhabenes Armband. Um den großen Feen zu noch größerer Macht zu verhelfen, soll Chisa ein ehrwürdiges Armband dargebracht werden. Finden und überbringe die Edelsteine, die dafür benötigt werden. Wir wollen ja eh 100% machen, ne? Ich bin nicht zu unterschätzen, Lacht erstmal. Aus einer großen Anzahl Rubine wurde ein enormes Armband gefertigt und Chisa übergeben. Höchst erfreut von diesem Schmuckstück überlegte sie sich ein neues Kampfmanöver. Ja, man muss sie halt immer anspornen, sonst von alleine machen die nichts. Jawohl. Gut, hier steigt doch alles richtig schön. Was sieht ihr denn mal mit? Oh, neues Rezept. Dubiose Matsche als Rezept. Ist ja cool. Okay, hier brauche ich auch noch Materialien für. So, was braucht sie nochmal hier? Ach komm, können wir auch nochmal geben. Geliebtes Gelb. Ein Gerudo-Mädchen, das die Farbe Gelb mag, hat dich darum gebeten, ihr alle gelben Sachen zu bringen, die du nicht brauchst. Dir fällt sicher etwas ein, das ihren Geschmack treffen könnte. Warum die Urkunden gelb sind, weißt du zwar nicht genau, aber du gibst sie dir trotzdem. Sehr gut. Sehr gut. Das Mädchen war so erfreut über die gelben Materialien. Später bot seine Mutter an, den vereinten Streitkräften beizutreten. Offenbar ist sie den Kommandanten eines Gerudo-Regiments. Warum versucht ihr das eigentlich anders auszusprechen? Das ist doch ein deutsches Wort, ein Regiment. So, da kann man halt eindeutschen. Jetzt haben wir hier noch Training, Leute. Wie soll ich das noch schaffen? Ich glaube nicht. Ich glaube, da kümmern wir uns beim nächsten Mal drum, so, dass wir die Trainingslevel machen, da hoffentlich noch ein paar Materialien kriegen. Und dann aber hier Schlacht um Ost-Hyrule. Alter, wird richtig hart mit den anderen beiden Titanen. Und da holen wir dann auch Darok wieder zurück und Mipha wieder zurück. Und höchstwahrscheinlich echt die Nachfahren von ihnen. Die kommen dann auch noch. Oh mein Gott, Sidon. Ja, da freuen wir uns so alle drauf. So, plus zwei Herzen. Können wir irgendwas Kleines hier noch machen? Weil wir sagten, es ist so ein bisschen... Okay, dann mach ich mal hier das Unheim für ihn hier. Spezialangriffsleiste. Obwohl, das ist so teuer, weil dieses Edelfleisch ist ja so... Ach. Ja, aber so haben wir schon wieder so viel. Das sieht an sich... Ach komm, oder mach ich noch schnell Training, damit es so viel macht. Leute, wir müssen ein Training machen. Thebas Training, Level 40. Nur bestimmte Kämpfer und Zeitlimit. Und da kriegt er sogar nochmal so eine Dinger. Okay, gut. Leute, machen wir mal das hier. Zack. Ich nehme Theba mit. Was hat der fertig für eine Waffe? Okay, der hat einen Falkenbogen. Na gut. Ja, wie er halt. Leute, aufbrechen. Gucken wir uns nochmal an, was Theba so kann. Der hat bestimmt auch einen Flugmodus und so. Eigentlich kann ich mir vorstellen, dass sie sich ja im Prinzip sehr gleich spielen müssen. Sehr ähnlich. Vielleicht irgendwie, weil die greifen beide mit Bogen an, sind beide flugfähig und so. Drücke während eines starken Angriffs wiederholt X, um einen ganzen Pfeilhagel auszulösen. Ja, wir müssen mal gucken. Wie unsere Gruppe da wächst mit diesen Silhouetten, das ist auch richtig schön. Ja, am Ende sind so viele Charaktere. Ob es noch irgendwelche Bonuscharaktere gibt? Weil die sind jetzt wirklich bisher so richtig storyrelevante, wo man sich halt vorstellen könnte, dass die halt wirklich spielbar sind. Aber jetzt noch so, wie gesagt, so der Priester, Maronus und die Feen sind so richtige Überraschungscharaktere. Und da frage ich mich, ob da noch welche kommen. Let's go, Theba. Zeig mal, du kannst. So, gleich mal ausprobieren. Kann der fliegen? Nee, der kann nicht fliegen. Gedrückt halten, Pfeil mit Durchschlagswirkung erhöhen. Ist ja geil. Okay, eins klar und... Okay, nee, der kann nicht fliegen. Das war's also. Aber, scheint trotzdem übelst abgehen zu können. Boah! Pfeil mit durchschlagender Wirkung, abschießen und... Bin gleich da! Okay, wenn man den dann richtig krass auflädt, dann ist er richtig so in alle Richtungen. Und einen großen Abdeckungsbereich wird er jedenfalls geballert.
So, warte mal, hier Bomben. Und jetzt. Ich drück doch schießen. Achso. Nimm das. Boah, Block plus gesichtet. Warte, hier ist Ruhe. Zack. Soll ich so 300 Kinder besiegen? Also einfach machen. Alter. Bam. Bam, bam. Und wiederholt drücken. Zwei starken Angriffe für Pfeilhagel. Boah. Verzieht euch. Verzieht euch. Ha, prima. So machen wir weiter. Boah, ist das cool. So, bam, bam, bam. Und wiederholt drücken einfach. Boah, ist ja krass. Wow, yeah, boom, jetzt ist es schön hier in der Luft. Alter. Alter, wie mit seinen Füßen ballert. Der hat einfach. Der hat einfach mega viele Style-Punkte verdient. Tja. Tja. Okay, Boblin. Kann ich bestimmt erst hin, wenn ich hier die alle kille, hier noch. Bam. Aber auch mega netter Effekt, ey. Total cool. Na du, ich besiege den schwarzen Moblin. Marek! Dum, 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 dum. Ja! Keine Zurückhaltung mehr! Nehmt das! Ey, den Spruch hat er doch von Obosa geklaut. Von wegen, keine Zurückhaltung mehr! Bam, 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 bam! Wow! Din, 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 din. Halt, was hast du vor? Jetzt wird's kalt. Jetzt wird's kalt. Mann, ey. So Standardsprüche irgendwie, aber ja, klar, was soll er auch anders sagen? Ne? Alter! Boah, du. Jetzt wird's kalt. Dun, dun, dun. Wow, wow. Gut. Wow. Gut, der Sieg ist unser. Wir sollten diesen Moment niemals vergessen. Schön. Auch ein cooler Kämpfer. Das hat sich dann doch noch so ein bisschen, rein vom Optischen her und auch ein bisschen vom Kämpfen her, erster Eindruck, unterscheidet er sich ja dann doch von Revali. Und zwar richtig cool. Boah, ey. Yeah. Holzbogen und dann mache ich einen schönen Bogen. Cool. Und er auch nochmal seinen eigenen Soldatenbogen. Schöne Materialien, supi. Okay, Leute, ich sage euch, was wir machen. Doch nochmal Rijus Training, ne? Sodass wir dann vielleicht doch beim nächsten Part doch nochmal halt Daro auch gleich zurückholen. Doch, dann machen wir das so. Dann wird das, glaube ich, ein bisschen besser, weil die ganzen Nebenmissionen, oh, die sammeln sich dann eh noch mehr an. Ja, wenn wir Daruk und Mipha retten und dann ihre Nachfahren bekommen, dann haben wir sowieso wieder alles voll. Und doch ist auch die Musik ist immer noch bedrückend. Ja, vielleicht ändert es sich auch wieder, wenn wir die anderen befreien. So, oh, warte, da. Hier ist einfach was Neues erschienen jetzt, ne, für ihn. Ja, okay, gut. Habe ich jetzt noch hier für... Nee, fehlt noch so ein anderes Fleisch. Okay, warte, wo haben wir die Mission für Dings, haben wir Einrichtungen, Läden, die war doch irgendwo hier, ne? Nee, da war die Arena, warte, der Sound, achso, warte, war die nicht hier? Hier Training in der Wüste, würde ja Sinn machen, aber ich glaube nicht. Wartet mal, den, den, den. Was zu dem Vulkan, kann ich denn irgendwie, Kapitel 5. Wo sind denn die ganzen Nebenmissionen? Kann man das irgendwo hier nochmal ein bisschen sortieren? Ich habe nur Kapitel, Herausforderungen, so. Hyrule-Mission, oh, ist ja cool. Übel. So, Titanenkämpfe. Ach, empfohlenes Level, Stufe 9. Okay, dann ist das, glaube ich, hier, ne? Boah, das ist ja auch schön als abgeschlossen. Hier, Rijus Training, da wollen wir doch hin. Perfekt. So, empfohlenes Level. Ja, nur bestimmte Kämpfer. Zeitlimit. Sollte klappen. Brechen wir auf. Machen wir das noch. Ich habe endlich die Sortierfähigkeit gefunden. Ja! Und stellt euch vor, das hat mich bisher die ganze Zeit überhaupt nicht gestört, dass ich das nicht so machen musste. Hat mich jetzt nicht am Spielspaß gehindert. Ist das nicht toll? Sicher fallen. Nicht fallen, Leute. Einfach doppelklicken. Gut, letzte Mission für heute. Und dann haben wir aber auch wieder viel, viel geschafft. Und die Missionen kommen. Ey, boah, die 15. Mission. Und dann haben wir wieder unsere ganzen Recken zusammen. Und dann kommen bloß noch 5 Hauptmissionen. Wie ihr mir schon erzählt habt. Ja, wenn ich das aber noch weiterhin durchmische mit so Nebenaufgaben, ne, wird es noch ein bisschen dauern, was mir aber an sich gefällt. So, besiege viele Gegner, bevor die Zeit abläuft. Jawohl. Das Magnetmodul. Ich bin Rijo, Königin der Gerudo, und das ist Patricia. Einfach durchwachsen, Alter. Warte, wo ist denn hier? So. Kann ich einfach so ja wirklich alles komplett durchballern?
Gott, wir sind zu stark, ne? Alter, okay, doch, im Rage-Mode ändern dann sind die Angriffe doch anders. Die Truppen des Moblins werden auf dem Schlachtfeld gesichtet. Patricia! Patricia! Wie so ein Pokémon hier. Alter! So! Yeah! Wo macht der da? Macht des Eises gut! So, jetzt ist Schluss, Alter. Erstmal kontrollieren, ich kann ja nicht richtig kontrollieren. Richtig übel. So, boom, boom, boom. Und wie sie einfach mit dem Vieh angreift. Das ist wirklich lustig. Boom, 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 boom. So, Alter, einfach rundherum alle killen mit so einem coolen Angriff. Das hat schon was. So, will ihr Special sehen. Tja, verschätzt. Bam, 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 bam. So, Alter, cool. Ach man, die sind aber dann noch so. Wow, wow. Mann, der hat sich nicht verschätzt. Egal. Du hast den Moblin besiegt. Er kam ja nicht klar. Alter, Feuer-Exhalt vor dem Gesicht. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich muss wieder zurück, glaube ich. Alter, das ist cool. Kannst einfach überall durchbashen und richtig dadurch auch. Ja. Alles abfarmen. Patricia, boom, boom, boom. Boom, boom. Ist ein bisschen schwer zu lenken, aber so geraden Wegen, keine Chance. Die haben alle ihr Parasegel dabei. Ja. Wird einfach alles ausgestattet. Cool. Wir können einfach Gerudo-Kriegerin beschwören. Aber irgendwie macht die Dinger da nicht so doll down. Patricia, wo ist das denn der Feuertyp? Ne, jetzt sind die, glaube ich, alle, ne? Okay, liegen so viele Stahldinger rum. Gib mir vielleicht mal auf, kommt bestimmt noch ein ganz großer. Whee! Ja, mit dem Vieh macht so ein Parasegel, mit dem Vieh. Oder was? Also, der fehlt auch mit dran. Boah, 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 boah. Bam! So, die Hälfte ist heute abgelaufen. Ich hab gerade mal die Hälfte der Gegner gekillt. Der muss wohl mal wieder ins Special ran. Patricia, hm? Das ist schon süß. Zwei Kinder gekillt. So, oh, jetzt noch wieder so schön viel. Los, Patricia. Schön Donnerblitzen. Oh! 40 Kinder. Okay, cool. Ja, aber der tötet die leider nicht, ne? Muss man irgendwie ein bisschen. Alter, alle in den Haufen drängen. Alter, wie schnell die dadurch ihre Specialized voll bekommt. Das ist ja hart. Die kriegen ihre Specialized dadurch richtig schnell voll. Ich hab natürlich auch schon was geskillt, ne, damit die Spezialist sich allgemein schneller füllt, aber das ist ja trotzdem hart. Patricia! Patricia! Jung! Bam, 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 bam. Das ist ja wohl ein schöner großer Haufen. Sieht nicht so aus. Sieht immer nur so die kleinen Typen. Nein, hab ich gleich alle. Ich hab's gleich. Ja, noch zwei Gegner. Ja! Düdüdüdüm. Ich krieg irgendwie fest. Hilfe! Das Magnetmodul. Das Magnetmodul. Hm, wegschmeißen. Boah, keine getroffen. Okay. Los, Patricia, smash sie alle um. Neues Ziel festgelegt. So, okay, der wird jetzt nochmal richtig schön hier. Warte, jetzt hinter mir. Moment. Let's go! Los, Patricia. Auf dem Weg. Dass sie sich dabei bewegt, ist eigentlich nicht so toll, weil dann verliert man den Fokus volle Kanne. Aber egal, wenn man so viel Specialized hat, setzt man die halt ein. Aus dem Bild! Aus dem Bild! Durch die Donnerblitzen, Oh, wunderbar! Unser Sieg ist gewiss! Gut gemacht, Patricia! Schönes Zauberzeug bekommen. Whee! Schwarze Moblin besiegt. Alle Gegner sind weg. So, gleich noch von unseren neuen Einheiten erstmal schön Training absolviert. Haut doch rein. Und wenn wir schon Level-Ups bekommen, schön viel Cash. Kann ich schon jetzt Waffen gleich mit drin schmieden. Boah, Sternenlicht-Zaumzeug. Ist wirklich was Besseres wieder, ne? Ach, da wird sowieso wieder schön reingeschmiedet alles. Verstärkungsadapter, cool. Boah, ein Trüffel.
Ah, Leute, ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen. Dann bin ich jetzt doch erstmal soweit, ja, gewiss, dass wir beim nächsten Part die nächste Hauptmission machen. Ich stelle euch darauf ein, die wird bestimmt auch wieder ein bisschen geteilt. Ne, weil dann kommt garantiert, wenn die so gleich aufgebaut, dass ich beide rette und dann aber im Anschluss direkt nochmal eine Titan-Mission kommt, wo man den einen verbleibenden Fluch nochmal killt. Das wird garantiert so sein. Also ja, wird bestimmt wieder auch gesplittet. Weil das dauert sonst zu lange, Junge. Aber Leute, vielen... Sputen für Rijo neue Mission, aber Alter, alles voll. Ein paar Sachen kann ich sogar noch machen. Hier, Alter, soll ich den mal stärker machen, obwohl jetzt auch nicht mehr seine Mission kommt? Komm, was soll's. Wüstenpatrouille. Der Titan Warner Boris soll durch die Wüste patrouillieren. Doch viele betrachten den möglichen Nutzen skeptisch. Besiege ein gewisses Monster als Beweis für den Nutzen dieser Mission. Machen wir schön stark. Hervorragend. Alle sehen den Siegesbeweis und erwarten gespannt die Rückkehr der Wüstenpatrouille. Der Kampf gegen diesen mächtigen Gegner macht den Titan vor Warner Boris sogar noch stärker. Die Spannungsleiste lädt sich schneller automatisch auf. Okay, das ist schön. Den haben wir schon mal einen Titan verstärkt. Ja, die anderen müssen wir erstmal wieder freispielen und hier brauche ich so viel Fleisch und sowas, ehe wir die verstärken können. Aber gut. Verringeter Weg. Zeitlimit. Nee, erstmal nicht. Bei der Nebenmission und sowas sparen wir uns noch ein bisschen auf. Das war's erstmal wieder für heute. Ich bleibe wieder hier und guck mal, ob ich wieder trainiere und verschmelze. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Part. Ciao!